Drill Instructor Markus Staudacher lässt Lucky Reicher richtig rein. Nach dem Motto, quäl dich, du Sau! So, hallo. Kommen wir zu einer neuen Rubrik, und zwar will ich den Fabi ein bisschen auf Vordermann bringen, weil ich finde, das ist eigentlich echt ein richtig guter Tennisspieler, aber der ist halt sowas von unfit. Und jetzt sind wir hier gerade beim Jogging-Schuhe anziehen und ja, wir starten mit einem Blutdruck-Messgerät. Da kontrollieren wir jetzt mal den Fabi, was da so rauskommt, ob das alles funktioniert. Und naja, er muss dieses Jahr Bayernliga spielen und ja, da kann er jetzt dann mal zeigen, was er da, und also 5,5 Kilometer, 6 Kilometer joggen jetzt dann. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie er sich schlägt. Ja, ein paar Sprinteinheiten sollten auch mit dabei sein, Fabi. Sprinten mag ich. Wie fühlst du dich? Ah ja, da pusht er sich jetzt gerade. Ja. Ja, ich bin ziemlich heiß jetzt gerade, Sonnenschein, ich weiß, dass du ein Schleifer bist. Mhm, ist richtig, ja. Ich stelle mich auf ein paar harte Momente jetzt ein. Schauen wir mal kurz, was da rauskommt. Ah ja, das braucht doch ein bisschen. Okay, das sieht aber gut aus. 116 zu 68, das ist natürlich optimal eigentlich. Ja. Also zumindest kann man richtig reinlassen, den Fabi. Ja? Also bis später, Putti. So, jetzt geht's weiter mit Trimblich. Wir sind hier beim Beweglichkeitstrainer. Das heißt Happy Big Wheel. Heute mit Fabus Schrei. Ja, okay. Also wir wollen was sehen, ja. Come on. Okay, jetzt sind wir raus hier, Fabian Reisch im Porträt. Ja, wir sind jetzt gerade bei einer Sprintübung. Ganz normal, dreimal hin und her. Fabi, ich zähl runter, ne? Ja, zeig nochmal, was du kannst. Ja, Muskeln hat er eigentlich. Okay, also auf geht's, komm. 3, 2, 1, go! Und runter, Fabi, komm, runter! Oh, lächelt sehr langsam. Scheiße! Alter Schwede, da kommt ja nichts aus den Beinen raus und da ist er fertig. Ja. Okay. Ich fand jetzt nicht so toll. Ja, ich brauche noch ein paar Einheiten. Aber ich komme schon nach der Zeit. Okay, alles klar. Wir sehen uns bei der nächsten. So, nun geht's weiter mit dem Sprungkrafttrainer. Jump and Reach. Okay, Fabio, erstmal müssen wir messen, wie groß ist er eigentlich. Unser Fabi. Und das geht mit Stupfel geht es schon in die 1,90 rein auf jeden Fall. Ja. Okay, jetzt schauen wir mal, ob er springen kann. Also Fabi, go. Ich glaube, du musst dich andersrum hin. Ja. Ja, komm. Ja, der kommt hoch. Das sind... Ah, nicht ganz. Das, der kommt an die 2,90. Das ist fast. Kommt er ganz hoch? Ja, doch, der ist oben. Ja. Das geht in Richtung 3 Meter. Also, ja. Jetzt gibt es ein bisschen was für die Entspannung, das Massagegerät. Massage Rup Machine. Da lässt es sich richtig gut gehen, gerade der Fabi. Fühlt sich das geil an? Ja. Was sagen? Also ich komme jetzt gerade wieder runter mit meinem Puls. Schöne Entspannungseinheit. Geht weiter. Waist Back Massage Maschine. da pusht einer runter. So. Der unsichtbare Stuhl, kennt ihr den noch von der Schule, ne? Ziemlich ähnlich. Das sind Schmerzen. Drauf. Jetzt geht es weiter mit Tai Chi.
So, nun sind wir angekommen. Ich denke, das waren so 6 Kilometer. Ein bisschen mehr vielleicht. Mal schauen, wie es der Fabi verkraftet hat. Tempo war auf jeden Fall gut. Ich hatte Nummer auf jeden Fall. Drill Instructor. Ja. Ja, schauen wir mal drauf, das muss eigentlich schon noch passen, glaube ich. Ja, jetzt geht's schon, jetzt müssen wir das Sonne bitte schauen. So, oh, was geht's denn hier? Oh, leck, das gibt's nicht. Das kann nicht sein! Lucky Reicher! Das ist eine Maschine! Wahnsinn! Kaspar! Das geht in Richtung Regionalliga. Leck mich am Arsch! Da auf dem Meckerte Weißgold, oder? Oh, leck mich am Arsch. Ja. Ich, da bleibe ich noch live drauf. Mach's da auf. Ja, danke, ja. Leck mich am Arsch. Der geht nicht hoch, der Blutdruck da bei dem. Das ist Wahnsinn, ey.